Hallo, ich begrüße dich bei Kaiserlich gekocht. In diesem Video zeige ich dir, wie man ungarisches Gulasch mit deutschen Zutaten zubereitet. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Fleisch in Würfel geschnitten, Zwiebel und Knoblauch fein geschnitten, Tomaten und Paprika in kleine Würfel geschnitten. Außerdem brauchen wir noch Schweinefett, ein guter Rotwein, Wasser, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Paprikapulver. In einem großen Topf erhitzen wir das Fett und geben die Zwiebel dazu. Diese glasig andünsten. Das Fleisch hinzufügen und scharf anbraten, bis das Fleisch weiß wird. Jetzt ziehen wir den Topf vom Herd oder schalten ihn aus und geben das Salz und das Paprikapulver dazu. Das Paprikapulver darf nicht angebraten werden, weil es schnell verbrennt und das Gulasch wird bitter. Ich habe diesmal je ein Esslöffel edelsüßes und geräuchertes Paprikapulver verwendet. Das Ganze gut vermischen. Nun gießen wir mit so viel Wasser auf, dass das Fleisch bedeckt wird und kann wieder auf den Herd zurück. Die restlichen Gewürze dazugeben und das Gulasch ca. 2 Stunden kochen lassen. Was beim Gulasch wichtig ist, es soll immer genügend Wasser haben. Also rühren wir jede 15 Minuten um, gießen immer mit 1-2 Deziliter Wasser auf. Ich habe jeden zweiten Aufguss mit einem trockenen Rotwein gemacht, so wird das Gulasch noch besser. Circa eine Stunde bevor das Gulasch fertig wird, geben wir noch die Tomaten, den Paprika und den Knoblauch dazu. Wir kochen noch so lange, bis das Gemüse auch weich gekocht ist. Währenddessen sollen wir das Wasser immer wieder nachfüllen. Jetzt kann das Gulasch wirklich schnell verbrennen. Dank der langen Kochzeit bekommt unser Gulasch eine richtig schöne Farbe. Man kann es mit Nudeln, Spätzle, Semmelknödel oder einfach mit Brot servieren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da und abonniere meinen Kanal. Mahlzeit!